Nach Brat steht Angelina Jolie auf Robert De Niro. Soll er ihr Nächster werden? Schauspielerin Angelina Jolie, 43, gab vor rund 2 Jahren die Trennung von ihrem langjährigen Partner und Ehemann Brad Pitt, 54, bekannt. Im Gegensatz zu ihrem Ex hatte sich die sechsfache Mutter seither mit keinem anderen Mann in der Öffentlichkeit gezeigt. Nun scheint sie jedoch wieder ein Auge auf jemanden geworfen zu haben. Angeblich soll sich Angelina in Hollywood Kollege Robert De Niro, 53, verknallt haben. Wie ein Vertrauter der Oscar-Gewinnerin dem Online-Magazin Radar Online verriet, sollen sich die beiden vor kurzem zu einer Besprechung in London getroffen haben, da sie einen gemeinsamen Film planen. Dort soll die Schauspielerin wieder einmal festgestellt haben, wie heiß sie den ihren Mann Star findet. Angelina vergöttert Robert und findet ihn wahnsinnig witzig, erklärte der Insider ihre Begeisterung für den Hottie. Außerdem sollen Annie und der Avengers-Darsteller durch ihre schwierige Vergangenheit sehr viel gemeinsam haben. Beide hatten eine sehr durchgewachsene Kindheit und kamen sehr früh mit Drogen in Berührung. Angelina wird bei dem verheirateten Schauspieler aber vermutlich kaum eine Chance haben. Robert ist seiner Frau absolut treu und erwidert die Schwärmerei nicht, erklärte die Quelle weiter. Mit seiner Frau, 44, führt Robert seit 13 Jahren eine glückliche Ehe und hat 2 gemeinsame Kinder mit ihr. Sieht also aus, als müsste sich Annie noch weiter umschauen.